Nimm all. Komm, hör dem alten Markus zu. Ich habe eine gute für dich. Die Geschichte beginnt. Eine Sirenenkrieg, ein Bestien, ein eine Mexo, ein Bestienmeister. Und willkommen auf Pandora. Hey, du musst der neue Rekrut sein. Ich bin CLVPTP-Vielzweckroboter, aber nenn mich einfach General Claptrap von den Crimson Raiders. Wie heißt du? Du darfst mich Fleck nennen, bis ich entscheide, ob ich dich töten werde. Danke, ich bestell dir schon mal einen Grabstein, nur für den Fall. Also, diese Penner, die dich umbringen wollten, sind die Kinder der Kammer. Ein Banditenkult, der seinen gruseligen Anführern mit blindem Eifer folgt. Das erinnert mich an... Wenn du nach meiner Pfeife tanzen willst, brauchst du ein Echo-Gerät. Das Echo 3. Etwas effektiver als das Echo 2 und doppelt so teuer. Abgesehen davon ist der Akku der Echo 2 ab und zu explodiert. Darum werden sie jetzt als Granaten verkauft. Herhören, Rekrut! Lilith hat befohlen, das Propagandazentrum der Kinder der Kammer einzunehmen. Zeigt diesen Kultspinnern zu zeigen, dass man sich nicht mit den Crimson Raiders anlegen sollte. Mir nach, Rekrut! Auf zum Ruhm! Bevor wir unsere gerechte Rache ausüben, musst du dein Echo an diesem Schnellwechsel registrieren. Wenn wir den Kult besiegt haben, bin ich berühmt. Und während ich Autogramme schreibe, musst du streng reinblicken, während du mich vor den zahllosen Fans / Stalkern beschützt. Du siehst ja total Nutzungsbedingungen. Zum Propagandazentrum geht's hier lang. Ein verschlossenes Tor. Nein, das darf nicht sein. Die ganze Mission ist ruiniert. Denk nach, Claptrap. Du bist tapfer und wunderschön. Und die Leute tun immer, was du ihnen sagst. Das ist es. Rekrut, öffne das Tor. Das ist ein Befehl von deinem Vorgesetzten. Das Propagandazentrum ist da vorne. Diese Kultisten haben wahllos Crimson Raiders umgebracht. Die sind voll Skeck-Scheiße. Aber ich habe einen narrensicheren Plan, wie wir ihnen in ihre Kultasche treten. Ich habe in der Nähe ein Waffendepot versteckt. Sei leise und folge mir. Wir müssen unauffällig bleiben. Schleichzeit. Muss hier rüber und muss mich drehen. Und dann hier drüber rüber. Das war unauffällig. Wie hast du so lange überlebt? Bleib drücker! Auf Pandora ist es eigentlich eher seltsam, wenn was nicht explodiert. Jetzt nimm deine Waffe, Rekrut. Du wirst sie brauchen. Diese Waffen, so wie ich, haben nicht nur eine Primärfunktion. Ich kann tanzen und singen. Und einige Waffen haben einen alternativen Feuermodus. Probier's aus. Mir nach, Rekrut.
jemand? Hier spricht sie! Heiliger Influencer der Kinder der Kammer! Was willst du, Schrottmann? Hallo, blutrünstiger Irrer! Ich bin es, Claptrap, der Schlechter des Zerstörers, Supergeneral der Crimson Raiders! Ihr seid umzingelt! Öffnet jetzt die Tore, dann lasse ich vielleicht Gnade walten! Ah, ja, lass mich drüber nachdenken. Die nennen sich vielleicht Kinder der Kammer, aber es sind trotzdem Banditen. Und Banditen sind dumm wie Brot. Okay, wir ergeben uns. Bitte töte uns nicht, Schrottmann. Das hatte ich mir schon gedacht. Öffnet sofort die Tür für euren neuen König. Kein Stress. Ich komm ja schon. Warte einfach genau da. Wir haben es geschafft! Ich hab's geschafft! Ein weiterer Sieg für die Crimson Raiders! Hey! Irgendwas ist komisch! Was ist das? Ja! Ruh dich jetzt aus. Deine Jagd ist vorbei. Die Tore! Öffnet sie! Die Kinder der Kammer! Zu beleben! Ruhet mir das Herz auf! Ich bin von allem weg! Ich der Schuss! Ich weiß, Claptrap ist manchmal ein wenig claptrappig. Aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei dir. Dann check out our play of the day. Das könnte dir das Leben retten. Dann verreichst du mir dein Leben. Ich werd's weiter sein, deinem Rücken! Ach, die!
Unsere ist verstummt. Anscheinend sind die Menschen auf Pandora noch wilder als die Bestien. Ein Punkt für die Crimson Raider. Claptrap, ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Deine Jagd ist noch nicht vorbei. Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmod wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Ein tödliches Werkzeug. Gefällt mir. Alles klar. Hey, hörst du auch dieses blutrünstige Geschrei? Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekrut. Es sind so viele. Wir sind verloren. Verloren. Ja, oh! Es ist Feuerhaus. Verstärkung. Die Gottkönigin will ihren Kopf. Beschützt mich. Ihr kriegt mich nicht! Ich mache euch alle mit Tod bekannt! Er hilft dich, Walter! Vielleicht hätte ich mehr von denen niedergezogen! Gut gekämpft, Killer! Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands.
Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Du hast es schief gezeigt, Rekrut. Ich bin der Kraft. Mal sehen, was dieses Schief-Arschloch über die Karte wusste. Ich sehe mich mal um. Perfekt. Was haben wir denn hier? Der Sonnenklopper-Clan hat die heilige Kammerkarte geborgen! Schicke unsere Anhänger, um die Sonnenklopper in unsere heilige Familie einzuladen! Beeil dich! Die Zwillingsgötter werden hungrig! Die Karte. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Ich öffne das Tor. Komm schon, hier lang. Ich schlage das Lager auf und sammle Informationen zu den Kalypsos. Finde den Sonnenklopper Kriegslord und tue, was nötig ist, um an die Karte zu kommen. Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ich will Müll abhängen. Also, was haben wir hier? Oh, diesen Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Mein Automat ist kaputt. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesem öden... Ich meine, Premium-Waffen an Helden... auf die Kammerjäger verkaufen? Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Ich weiß gerne, mit wem ich arbeite. Wieso bist du ein Kammerjäger geworden? Tod befiehlt mir, die Lebenden zu jagen und zu ihr zu bringen. Ich bin ihre Klinge und ich muss mich ewig schärfen. Die Kammern sind die ultimative Jagd. Also bin ich hier. Das war eine gute Jagd. Das ist erst der Anfang.
hoffe, mein Frustan gefällt dir. Ah, du hast eine menschliche Wirbelsäule gefunden. Du passt zu Pandora. Probieren wir's aus. Leben zu genießen. Welch prächtige Beute! Bereits tot. Das weißt du, oder? Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin auf einer N.
endlosen Jagd nach dem Ruhm von... Oh, du meinst im Moment, ich arbeite mit Lilith und den Crimson Raiders zusammen. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith, aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alienschrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders auf? Im Propagandazentrum des Kults hier in der Nähe. Es gehört jetzt uns. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich gehe vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Ja, sie haben wie Tiere gekämpft. Kranke, verwundete Tiere. Ich bin beeindruckt. Oh, Mann! Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stört voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Gag-Hochburg, was? Hey, ich lass dich das machen. Das Einzige, was ich gerade als Waffe zur Hand habe, benutze ich sicher nicht fürs Leben. Spüre die Blutgier. Ein klägliches Leben. Ein passender Tod. Das aufregende Gefühl der Jagd. Ist am Boden. Nicht weglaufen. Das verdirbt den Geschmack. Los, los jetzt! Na los, nimm sie! Ihr macht es doch nichts aus, in Eingeweiden zu wühlen. Diese Kalypsos hilft nicht auf, bis alle Banditen auf Pandora sie als Götter verehren. Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Pandora steckt in Schwierigkeiten. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Okay, installiere die Wirbelsäule. Die Banditenwirbelsäule funktioniert nicht wirklich. Ich wollte mich nur rächen, weil diese Bastarde meine Maschine zerstört haben. Dennoch schätze ich dein Engagement für den Kapitalismus. Du hast schon eine Schock-Skag-Wirbelsäule. Probier sie. Es wird funktionieren, versprochen. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Und als Dankeschön für die Rache an diesen schmutzigen Banditen öffne ich dir mein Geheimversteck. Wer sagt, dass sich Rache nicht lohnt, hä? Gute Jagd!
alles aus. Außer natürlich hier. Bist du schon dazu gekommen, dir mein Mixtape anzuhören? Habe ich den Umhang das letzte Mal gewaschen? Kinder der Kammer. Ich kann's nicht glauben, dass die Banditen sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Die Karte war nicht da, also habe ich mir diesen Banditen geschnappt. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch-a-Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir.